geht uns. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, ja! Yeah. Wir sind heute in... Sie ist ein Berlin City Girl. Yes, Leute, wir sind heute in Berlin und nicht umsonst sind wir heute hier. Denn heute sind wir mit zwei FIFA-Playern da, die das Turnier in Wien gewonnen haben, in 11 Teamspots da. Wir holen sie gleich ins Video dazu. Servus, Marco. Hallo. Und Robin, ja? Servus, Jungs. Alles gut. Jungs, ihr seid ausgeschlafen, nehme ich an. Ihr habt es nicht durchgemacht. Nein, sie haben nicht durchgemacht. Sie sind fit fürs Turnier und sie werden heute den Pokal nach Wien holen. Vor zwei Wochen, Leute, waren wir im 11 Teamspot Store hier in Wien. Wir haben selber auch mitgespielt, aber wurden leider geschlagen von den zwei, die auch anschließend das Turnier gewonnen haben. Gegen FC Grant. Sie sagen, sie sind nicht gut. Wir auch nicht. Wird ein spannendes Spiel, Männer. Und sie haben sich qualifiziert für das Finale heute hier in Berlin. Okay, Leute, wir fahren jetzt da in die Base, wo das Finale stattfinden wird. Die zwei haben fleißig geübt und werden natürlich den Pokal nach Wien holen. Jungs, seid ihr vorbereitet? Wir sind bereit. Ja, sicher. Ja, Jungs, wir holen jetzt den Sieg für Wien. Wir wollen 500 Likes und wir geben euch jetzt dann natürlich auch wieder 3 Sekunden Zeit, um unseren Kanal zu abonnieren. Marsch, wenn ihr es jetzt getan habt, dann seid ihr Ehrenmänner. Wenn ihr es nicht getan habt, dann tut es jetzt. Jetzt wieder ein Like und wir sehen uns gleich in der Base beim Finale. Let's go! Jungs, Outfit. Was sagst du zum Outfit? Ja, top. So lässt sich FIFA spielen, oder? Genau. Was sagt ihr eigentlich? Seid ihr aufgeregt auf einem Fußballspiel oder so jetzt auf diesem Turnier? Ja, mehr als beim Fußballspiel, muss ich sagen. Echt? Ihr müsst den Sieg holen. So, unsere Jungs aus Wien haben sich erfolgreich durchgesetzt hier im Fußballturnier, haben jedes Match gewonnen, hochhaus eigentlich. Also sie waren definitiv überlegen. Das war jetzt die Hinrunde, jetzt gibt es auch eine Rückrunde, wo es ins FIFA-Duell geht. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Das heißt, jetzt gibt es ein bisschen FIFA-Action. Wenn da die Jungs mindestens einen Sieg rausholen, dann haben sie eigentlich schon gewonnen. Okay Leute, jetzt da sind wir von der Base von 11 Teamspot in Berlin und jetzt spielen die Jungs FIFA. Sie haben alle Spiele gewonnen beim Käfigkick und jetzt schauen wir mal, wie sie bei FIFA abschneiden. Sie sind jetzt da gut auf. Wir gehen jetzt in 11 Teamspots rein, der ist echt krank. Stark, stark. Erstes Spiel, leider verloren. 3-0 waren sie Rückstand, sind noch auf 3-2 gekommen, aber haben leider nicht aufhören können. Und jetzt schauen wir auf die zweite Partie. Sie brauchen eigentlich nur einen Sieg, dann sind sie schon in der K.O.-Phase. Aber ich glaube an die Jungs. Und ja, sie haben stark gespielt und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Bis später, ciao. Wir drücken die Daumen. Boah, stark, Jungs. Let's go, Mann.
Jungs. Es geht ums es, Ganze. Es ist jetzt das Finale. Team Wien gegen Team Bochum. Ja, bitte. Also wenn die Jungs hier gewinnen, haben sie das Ding und das ganze 11 Team Sports Pokal Turnier Ding gebühmste gewonnen. Und da geht er, Ben jeder. Ja, okay, danke. Geh mal, Sweaty. Jawohl. Das ist es. Ja. Bravo, Jungs. Das Spiel wurde dominiert, man muss sagen, verdient gewonnen, oder? Ja, auf jeden Fall. Was sagst du, Dennis? Habe ich auch nicht, gell? Nein. Geil, das heißt, wir gehen. Aber was wir haben, sind DFB-Karten. Beziehungsweise die Jungs haben jetzt DFB-Karten und wir freuen sich richtig für die. Sie haben uns versprochen, dass sie uns Magneten mitnehmen. Sie haben das 11 Teamsport E-Sport-Turnier gewonnen. Genau, in Berlin und ja, einfach nur krank. Wir sind stolz auf sie, wir sind stolz auf sie. Glückwunsch geht raus an die Jungs aus Wien, FC Grind. Woo! Jungs, lauf zu der Teppich. Das könnt ihr natürlich einmal noch in die Höhe stellen. Also hier nochmal schön. Nom. Wir haben zwei Zimmer, ein Doppelzimmer und ein Einzelzimmer. Wir losen jetzt aus, wer das Einzelzimmer bekommt. Bis drei oder bis eins? K.O. Was K.O.? Geil. Ja, K.O. Okay. Schere, Stein, Papier. Nochmal. Schere, Stein, Papier. Wir gehen jetzt zur Roomtour. Nice. Schönes Bett hier mit Blick auf den Kudamm. Wir sind seit insgesamt 30 Stunden wach oder 36 Stunden wach schon mittlerweile. Deswegen, wir werden jetzt mal schlafen. Guten Morgen, Leute. Ich bin fertig mit meinem Zimmer. Wir haben gut ausgeschlafen. Wetter sieht ganz okay aus. Sehr bewölkt, aber zumindest regnet es nicht. Wir nehmen jetzt hier natürlich alles mit, was uns gehört. Zimmer würde ich eine 8 von 10 geben. Sieht sehr schön aus, aber es ist sehr klein und es gibt zum Beispiel ja keine Teebeutel oder so einen Wasserkocher oder so, was es eigentlich schon in jedem Hotel gibt. Ja, wie man schon an meiner Stimme hört, ich bin sehr krank. Hohes C hat leider nicht so gut geholfen. Er sagt zu mir, 9 Uhr geht's los, Alter. Ich geh's frühstücken. Jo, Leute, was geht? Na gut, Leute, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Gebt dem Video ein Like. Wir wollen 300 Likes auf dieses Video haben. Und abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sagen jetzt schon, das nächste Video wird rasiert. Boah, das wird krank. Ehrlich, wird das krankste Video. Deswegen, Raffi zu ein bisschen Fieber jetzt schon bekommen. Wir müssen den Vlog vorzeitig beenden, genau, weil wir jetzt ein neues Video drehen. Deswegen. Boah, genau. Das wird crazy. Wir sind immer noch in Berlin. Aktiviert die Glocke, Leute. Nein, wie gesagt, Raffi, wir müssen uns beeilen. Das Video wird krank. Okay. Mach Schluss.